Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elia und kommen heute zu 2. Könige, Kapitel 1. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen, zum 2. Buch der Könige, Kapitel 1. Wir gehen noch weiter im Text, aber zunächst lesen wir 2. Könige, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Moab brach mit Israel, nachdem Ahab tot war. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sagte zu ihnen: Geht hin, befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbiter: Mache dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihm: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hin. Amen. Lasst uns beten. Oh, wir beten zu dir, du König der Herrlichkeit, du Herr der Herrscharen, du ewiger Herrscher, du wahrer lebendiger Gott. Und wir bitten dich, dass du jetzt gnädig auf uns siehst. Wir beugen uns vor dir und bitten dich, erbarme dich unser. Wir wollen auf dein Wort hören und es zu Herzen nehmen. Mach uns weise, dass wir dich erkennen und so leben, wie es dir gefällt. Herr, schenk uns Gnade, um Jesu willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Geliebte Gemeinde, ich predige nicht Sonntag für Sonntag, damit du dir einfach theoretisches Wissen ansammelst. Ich wünsche mir von Herzen, dass jeder von euch den Herrn kennt. Ich wünsche mir von Herzen, dass du den Herrn kennst und dass du ihm vertraust, dass du mit ihm lebst und für ihn lebst. Ich wünsche mir von Herzen, dass du das erlebst, was in Psalm 112 steht. Hier ist die Rede von einem Mann, der den Herrn kennt, der den Herrn fürchtet. Und weißt du was? Weil er den Herrn kennt, heißt es dann in Vers 7 über ihn: Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht, denn fest ist sein Herz und er vertraut auf den Herrn. Wenn du also gelernt hast, den Herrn zu kennen und ihn zu fürchten, dann tust du was nicht? Dann fürchtest du dich nicht mehr vor böser Nachricht, denn dein Herz ist fest. Du kennst deinen Gott, du vertraust ihm. Böse Nachrichten führen nicht dazu, dass du aus der Bahn geworfen wirst. Dein Leben gründet fest in dem Herrn. Du wirst aushalten können, was über dich kommt. Jegliche böse Nachricht. Und wir erleben Dinge, die uns nicht gefallen. Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen. Dinge, die uns sehr traurig machen. Haben wir nicht allesamt geweint am letzten Mittwoch in der Gebetsstunde? Wir hören von Unglück und Nöten und Tragödien und schlechten, schlimmen Nachrichten. Und all das wird dir oder ist dir vielleicht auch schon in deinem persönlichen Leben begegnet. Aber glückselig bist du, wenn dein Herz fest ist in dem Herrn. Wenn du deinen Gott kennst, wenn du gelernt hast, ihm zu vertrauen und wenn du Hilfe und Stärke in ihm gefunden hast, wenn du erlebst, praktisch im Alltag erlebst, in den Zeiten der Krisen und der Nöte erlebst, dass der Herr dich trägt, dass er dich hält. Das ist nichts Theoretisches. Es ist etwas, was wir erfahren, was eine Realität ist in unserem Leben, dass wir alle verzweifeln, wie Hoffnung und Trost und Frieden haben in unserem Herzen. Heute hören wir von dem letzten Auftrag des Propheten Elia. Er wird gesandt zu einem König mit dem Namen Ahasja.
Und das ist ein wunderbarer Name. Ein wunderbarer Name. Ein Name, der in sich selbst schon eine Predigt ist. Denn sein Name bedeutet so viel wie: Jahwe hat ergriffen. Jahwe ergreift dich bei deiner rechten Hand, er hält dich fest. Jahwe hält dich. Das ist, was der Name bedeutet. Er trägt dich durch, er bewahrt dich, selbst in den schwersten Zeiten lässt er dich nicht, er verlässt dich nicht, sondern er ist deine Hilfe, er ist deine Stärke. Ahasja, Jahwe hält fest. So hieß der König von Israel. Und sehr passend, denn das macht Israel, das Volk Gottes, aus. Und dieser König ist König des Volkes Israel. Gottes Volk ist das Volk, das Jahwe ergriffen hat. Wir lesen das in Jesaja Kapitel 41. Hör mal, da spricht der Herr: Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen habe, von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach: Mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Immer und immer wieder wiederholt der Herr hier, dass es sich auch jeder einprägt in seinem Volk. Er, Jahwe, der wahre, lebendige Gott, er ergreift sie, er hilft ihnen, er steht ihnen bei. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ahasja, der Herr greift, der Herr hält. Dieser Gott Israels ist da für sein Volk, der mächtige Retter, Herrscher und Erlöser. Ahasja, der Herr hält fest. Und ihr selbst, liebe Geschwister, ihr wisst, wie wunderbar dies ist, diese Wahrheit. Ist nicht Bruder Paul heute Morgen aufgestanden vor dem Gottesdienst und kann uns sagen, obwohl sein Kind nicht gesund zur Welt gekommen ist, dass der Herr ihn trägt, dass er und seine Frau, dass sie Frieden haben? Ahasja, der Herr hält, der Herr erhält, der Herr schenkt Gnade und Beistand. Kennst du das nicht? Kennst du denn den Herrn nicht? Der Lebendige, der wahre Gott, kennst du ihn nicht, der dich ergreifen kann? Hat er dich schon ergriffen? Bist du sein? Kennst du ihn? Verlässt du dich auf ihn? Ist es eine Realität in deinem Leben, dass er dich ergriffen hat, dich erlöst hat, dir hilft und dir beisteht? Das Traurige, das wir hier erfahren in diesem Text, ist, dass Ahasja zwar diesen wunderbaren Namen trägt, aber all das keine Realität ist in seinem Leben. So wie viele, vielleicht auch unter uns, Namenschristen sind. Menschen, die sich vielleicht den Namen Christ geben, aber die Christus, den Herrn, gar nicht kennen. Die niemals gelernt haben, ihm zu vertrauen, sich auf ihn ganz zu verlassen, mit ihm zu leben, aus seinem Beistand und seiner Kraft und seiner Hilfe. Kennst du den Herrn? Wir sehen nun erstens, das ist mein erster Punkt, Ahasjas Gottlosigkeit. Er kannte den Herrn nicht. Wir lesen hier in Vers 1, dass der König Ahab starb. Und ihr wisst, König Ahab, wir haben uns mit ihm befasst, er war ein gottloser König. Und Elia kam, um ihn anzukündigen, dass ihn große Strafe erwartet und das Unglück kommen wird über seinen Sohn. Ahasja ist der Sohn von Ahab. Er ist dieser Sohn, über den die Prophezeiung ausgesprochen wurde, dass großes, schreckliches Unheil über ihn kommen wird. Und Ahasja weiß, was das bedeutet. Er erlebte ja, wie sein Vater auf tragische Weise umkam, wie der Herr für seinen Tod sorgte.
Und er hat es auch erlebt, wie seine gottlose Mutter Isabel auf grausamste Weise starb, wie sie aus dem Fenster geworfen wurde, wie sie zertreten wurde, wie Hunde sie gefressen haben. All das nach der Prophezeiung des Propheten Elia. Und so sagt der Prophet Elia auch über Ahasja aus, dass er nicht am Leben bleiben wird, wegen all der Gottlosigkeit. Und nun mag man sagen, wenn man all das hört, wenn Ahasja all das weiß, dann wird er sich doch fürchten, dann wird er sich doch demütigen, dann wird er doch gefleht haben, Herr, lass mich ein wahrer Ahasja sein, bitte strecke deinen Arm aus und rette mich und vergib mir meine Sünden, rette mich vor diesem Unheil, das du angekündigt hast, ich will nun wandeln in deinen Wegen, ich will mich abkehren von all der Gesetzlosigkeit meiner Eltern. Aber nein, was lesen wir in 1. Könige Kapitel 22? Da heißt es über Ahasja: Ahasja tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er ging auf dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter. Und er diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er reizte den Herrn, den Gott Israels, nach allem, was sein Vater getan hat. Das heißt, Ahasja fragt nicht nach dem Herrn. Er sucht nicht seine Hilfe. Er hat sich bewusst gegen den Gott Israels, Jahwe, entschieden. In Vers 1 lesen wir, dass Moab brach mit Israel. Die Moabiter waren eigentlich Israel untertan. Und als König wäre es jetzt Ahasjas Aufgabe gewesen, sie wieder zu unterwerfen. Aber wir sehen hier, er tut nichts. Es scheint nämlich so, als ob er versucht, dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Denn er weiß ja, Unheil soll über ihn kommen. Er weiß ja, sein Vater starb auf dem Schlachtfeld. Also bleibt er lieber daheim. Hier ist er vielleicht sicher. Ich meine, was soll ihm hier passieren? In seinem Palast, in seinem bequemen Haus, wo er bewacht ist von vielen Soldaten. Was soll ihm schon geschehen? Kann der Herr hier den Fluch über ihn bringen, den er ausgesprochen hat? Schau, was passiert, Vers 2. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. In seinem eigenen Haus passiert ein schrecklicher Unfall. Er stürzte. Wir wissen nicht genau, wie dieser Sturz aussah. Es kann sein, dass er sich an ein Fenstergitter lehnte und herausfiel. Es kann auch sein, dass es einfach ein Gittergeländer an einem Balkon war oder ein Treppengelände. Wir wissen es nicht, was auch immer. Er stürzte in seinem eigenen Haus. Das heißt, er fällt nicht als Held im Krieg, in einer Schlacht. Er stürzt einfach bei sich zu Hause. Und es wäre gerecht gewesen, wenn dieser gottlose Mann nun augenblicklich stirbt. Gott hat es angekündigt. Aber schaut mal hier. Der Herr ist gnädig. Ahasja stirbt nicht sogleich. Er hat anscheinend vielleicht innere Verletzungen, jedenfalls wurde er schwer krank. Aber das heißt, ihm wurde Zeit gewährt, nachzudenken. Dieser junge Mann, der gerade 2 Jahre lang König war, er stand noch in seiner Blüte. Dieser mächtige Herrscher liegt nun elend, hilflos in seinem Bett und er kann nichts tun. Der gewöhnt war daran, irgendwelche Befehle zu tun und das zu tun, was ihm gefällt, er kann nun nichts mehr tun. All seine Macht, sein Geld, all das nützt ihm nichts mehr und die Ärzte können ihn nicht retten. Wie geht er jetzt um damit? Oh, Ahasja, er wird nun doch zum Herrn kommen. Er wird nun rufen, Herr, ergreife mich, um mich zu retten, jetzt, wo er nichts mehr tun kann. Er hat Zeit nachzudenken. Und wir wissen, was in Psalm 90 steht, da heißt es, lehre mich zu bedenken, dass ich sterben muss, damit ich weise werde. Denn wenn du weißt, dass du sterben wirst, dann wirst du doch nachdenken. Er hat Zeit, er liegt im Bett, er denkt daran, dass er sterben wird. Jetzt könnte er nachdenken. Er könnte darüber nachdenken, dass er der König Israels ist. Er könnte darüber nachdenken, welche Geschichte dieses Land hat. Dass dahinter ein Gott steht, der Wunder tut, der Unrecht und Sünde vergibt, der gnädig und barmherzig ist. Er hätte aber auch daran denken können, dass dieser Gott ein gerechter und heiliger und zorniger Gott ist. Er hätte an das Schicksal seiner Eltern denken können. Er hätte an diesen schrecklichen Zorn Gottes denken können.
Er hätte nachdenken können über die Prophezeiung des Propheten Elias. Er hätte überführt werden können von all seinen Sünden und von dem Götzendienst, von seiner Rebellion gegen den Herrn. Er hätte nachdenken können, was wohl passieren wird mit seiner Seele, wenn er stirbt. Er hätte nachdenken können, er hätte darüber nachdenken können, dass all sein Reichtum und seine Macht und seine Stellung ihm alles nichts mehr bringt und dass auch sein Baal, den er all die Jahre verehrt hat, ihm keine Rettung bietet. Er hätte denken können an den allmächtigen Gott, Jahwe. Er hätte sich bekehren können. Er hätte daran denken können, dass der Herr ihm Rettung und Hilfe sein kann. Sein eigener Name hätte in dieser Stunde zu ihm predigen können. Jahwe hält, Jahwe ergreift, Jahwe kann dich aufhelfen, wie auch immer. So hätte Ahasja flehen können. Er hätte flehen können, dass der Herr gnädig ist und barmherzig, dass er ihn ergreift an seiner rechten Hand. Er hätte flehen können, rette mich. Aber was tut Ahasja? Ab Vers 2. Der Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und jetzt hör mal. Und er sandte Boten und sagte zu ihm: Geh hin, befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. In seiner Not sucht er nicht Halt beim Herrn. Er ist viel zu stolz. Er braucht diesen Jahwe nicht. Er braucht niemanden. Er braucht niemanden, der ihm aufhilft. Er hat gottlos gehandelt wie der König Asa einst. Das heißt in 2. Chronik 16, und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Und seine Krankheit wurde überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte Asa nicht den Herrn. Sogar in seiner Krankheit, im Angesicht des Todes, sucht er nicht den Herrn. Ahasja hätte handeln sollen wie der König Hiskia, der auch krank wurde. In 2. Könige 20, da heißt es: In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Und jetzt hör mal, wie Hiskia reagierte. Er wandte sein Gesicht zur Wand und er betete zum Herrn. Und wir wissen, der Herr half ihn auf. Er suchte den Herrn und der Herr ergriff ihn, heilte ihn, richtete ihn auf. Aber Ahasja sagt, er braucht diesen Jahwe nicht. Er braucht niemanden, der ihn hält. Ahasja sendet doch tatsächlich Boten nach Ekron, das heißt zu den Philistern, ins Heidengebiet, zu den Götzendienern, zu den Feinden Jahwes, zu den Feinden Israels. Er sendet zu dem Götzen Baal-Zebub. Der Name bedeutet so viel wie der Herr der Fliegen. Jesus verwendet diesen Namen im Neuen Testament, um den Obersten der Dämonen zu bezeichnen, den Teufel. Ahasja befragt lieber den Herrn der Fliegen als den Herrn der Herrscharen. Er befragt lieber den Gott Ekrons als den Gott Israels. Aber auch hier achte darauf, er sucht hier nicht nach Hilfe. Er will lediglich fragen, ob er noch am Leben bleiben wird. Er ist viel zu stolz, um Hilfe zu bitten. Und dort in Ekron, da gab es wohl ein Orakel, Wahrsager in einem Götzentempel, die dir angeblich sagen konnten, was deine Zukunft mit sich bringen wird. Und Gott hatte explizit gesagt in seinem Wort, in seinem Gesetz, zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 18, dass sein Volk sich fernhalten soll von jeglicher Wahrsagerei und Zauberei und Beschwörung und Magie und so weiter. Der Herr spricht, all das ist mir ein Gräuel, denn ihr sollt euch ungeteilt zu mir halten. Ihr sollt bei mir sein. Ihr sollt an meiner Person festhalten, allein auf mich vertrauen, von ganzem Herzen euch auf mich verlassen und nicht die anderen Götzen, Wahrsager und Beschwörer und Magier aufsuchen. Und der Herr hat bewiesen, dass er stärker ist als all diese Götzen in Ekron. Denn die Geschichte war bekannt, dass einst die Bundeslade des Herrn, wo die Gegenwart Gottes ruhte, dass diese Bundeslade nach Ekron kam und plötzlich ein tödlicher Schrecken ausbrach über die ganzen Einwohner der Stadt und sie starben und die noch am Leben waren, an ihnen wuchsen Beulen und Geschwüre und ein großes Geschrei kam in der Stadt auf. Der Herr hatte vor langer Zeit erwiesen, dass er mächtiger ist als diese Götzen der Ekroniter. Und dahin nun sendet Ahasja tatsächlich Boten, um sich Rat zu holen.
Der Herr gab ihm Gelegenheit, den wahren Gott zu suchen. Er gewährte ihm Zeit, auf seinem Krankenbett doch Buße zu tun. Aber Ahasja wendet sich nicht dem Herrn zu. Nein, im Gegenteil, er wendet sich gegen den Herrn. Was ist nun die Folge seines gottlosen Verhaltens? Und das ist der zweite Punkt. Die Folge von Ahasjas gottlosen Verhalten. Vers 3. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Mache dich auf, geh hinauf dem König, dem Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihm, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hin. Achte darauf, kein Mensch hat Elia gesagt, was der Ahasja für einen Auftrag gegeben hat. Aber der Engel des Herrn hat es gehört und er redet zu Elia. Und Elia soll diese Frage stellen, gibt es denn in Israel keinen Gott, dass du hingehen musst, um Baal-Zebub zu befragen? Du hast dich gegen den Herrn gestellt und damit wirst du umkommen in deinen jungen Jahren. Lesen wir weiter ab Vers 5. Als nun die Boten zum König zurückkamen, sagten sie zu ihm, warum seid ihr denn schon zurückgekehrt? Sie sagten zu ihm, ein Mann kam herauf uns entgegen und sagte zu uns, geht, kehrt zum König zurück, der euch gesandt hat, und redet zu ihm. So spricht der Herr, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Da sagte er zu ihm, wie war das Aussehen des Mannes, der euch entgegenkam und diese Worte zu euch redete? Sie sagten zu ihm, es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Da sagte er, das ist Elia, der Tischbieter. Ihr Lieben, spätestens hier hätte Ahasja zusammenbrechen müssen. Er hätte sich demütigen müssen. Gerade noch hatte er seine Boten ausgesandt und schon kommt ihnen Elia entgegen und spricht das Gericht aus. Hier, spätestens hier, hätte er wissen sollen, dass dieser Gott, mit dem er sich angelegt hat, ein wahrer, lebendiger, heiliger, allgegenwärtiger Gott ist. Er hätte die Worte des Psalmisten von David in Psalm 139 auf sich anwenden müssen, wo es steht, Herr, du erforscht mich und hast mich erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Bevor die Boten überhaupt in Ekron ankommen, steht schon der Bote des Herrn vor ihnen und spricht sie an und bringt ihnen das Wort des Gerichts. Jetzt hätte Ahasja sagen sollen, ja siehe, wahrhaftig, ich habe gekämpft gegen den lebendigen Gott, der mich durch und durch kennt. Und sein Wort ist gerecht. Er hätte niederfallen müssen, sich demütigen müssen. Er hätte tun müssen, was sein Vater tat, dieser gottlose Mann, im Angesicht des Todes, als Elia kam und das Wort des Gerichts über ihn ausgesprochen hat. Das haben wir gelesen in 1. Könige 21. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, dass er sterben soll, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete, und er lag im Sacktuch und ging still einher. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Nun hätte der Sohn sich doch ebenso demütigen können wie sein Vater. Aber achte darauf, er zerreißt nicht seine Kleider. Stattdessen will er Elia zerreißen. Das sehen wir ab Vers 9. Und er sandte zu ihm, zu Elia, einen Obersten, über 50 Mann und seine 50 Leute. Der ging zu ihm hinauf. Und siehe, er saß auf dem Gipfel des Berges. Und er sagte zu ihm, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Ahasja, er sendet also Soldaten. Wozu denn 50 bewaffnete Männer, um einen Mann zu holen?
Ahasja will diesen Mann ergreifen lassen. Er will sich nicht ergreifen lassen von dem Herrn. Er will den Propheten des Herrn ergreifen. Sie sollen ihn gefangen nehmen, wohl, um ihm Gewalt anzutun. Wahrscheinlich will Ahasja ihm zwingen dazu, seine Worte zurückzunehmen. Der Oberste der Soldaten kommt zu Elia und er ruft, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Wenn sie diese Anrede, Mann Gottes, ernst gemeint hätten, dann würden sie mit Ehrfurcht und Respekt an ihn herantreten. Aber die Soldaten haben keinen Respekt, dieser Oberste hat keine Ehrfurcht. Sie kommen ja, um ihn wie einen Verbrecher zu ergreifen und festzunehmen. Doch wenn sie das ernst meinten, dass er der Mann Gottes ist, dann wüssten sie, wenn wir den Mann Gottes ergreifen, dann legen wir uns mit Gott höchstpersönlich an. Vers 10. Elia aber antwortete und redete zu dem Obersten der 50 Mann. Wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Und da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Kremation, Feuerbestattung auf der Stelle. Feuer kommt und nichts bleibt von ihnen übrig als Asche. Feuer fraß sie. Manche von euch mögen vielleicht nun sagen, Elia ist aber grausam. Das Feuer kommt vom Himmel herab. Verstehst du, mit wem du es zu tun hast? Es ist der lebendige Gott. Es ist Gottes Werk. Und nun sagst du, das ist aber grausam vom Gott. Das sagst du, weil du nicht verstanden hast, wer Gott ist. Das sagst du, weil du nicht verstanden hast, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, dass er heilig, heilig, heilig ist. Und wehe einem jeden Menschen, der glaubt, so zu treten vor den lebendigen Gott und ihn so zu behandeln. Sie sind Feinde des Herrn. Sie kommen, um gegen den Herrn zu kämpfen. Denn wenn sie den Mann Gottes wie einen Verbrecher ergreifen wollen, so stellen sie sich gegen den lebendigen Gott höchstpersönlich. Wiederum eine mehr als deutliche Warnung an diesen Ahasja. Spiele nicht mit diesem Gott, mit deinem Baal, den Herrn der Fliegen, kannst du tun, was du willst. Er wird sich nicht rächen. Er sendet kein Feuer, wie wir auf dem Berg Karmel gesehen haben. Aber diesen Gott, wage es nicht, dich mit diesem Gott anzulegen. Spiele nicht mit ihm. Kämpfe nicht gegen diesen Gott. Unterwerfe dich seiner Herrschaft. Ahasja, dein Name bedeutet, Gott hat ergriffen. Eigentlich bedeutet es, dass der Herr dich ergreifen will, um dich zu retten, um dir beizustehen. Aber weiß auch, dass dieser Name, der Herr hat ergriffen, bedeuten kann, dass der Herr dich ergreifen wird zum Gericht. Dass er kommen wird, um dich zu ergreifen, um dich festzuhalten und dich als Verbrecher zu ergreifen und dich nicht mehr loszulassen, bis er dich verschmettert hat. Ahasja, der Herr, Jahwe, ergreift. Hat Ahasja denn nun verstanden? Versteht er, mit wem er sich anlegt? Versteht er das Wort, wie geschrieben steht, ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Kehrt Ahasja nun um? Nein. Vers 11. Und er sandte nochmals zu ihm einen Obersten über 50 Mann, mit 50 Leuten. Der stieg hinauf und sagte zu ihm, Mann Gottes, so spricht der König, schnell, komm herunter. Lernt Ahasja nicht? Wie oft ist es so, dass der Herr dich warnt, dass der Herr klare, deutliche Warnungen und Ermahnungen zu dir sendet und er schenkt dir Zeit umzukehren, dein Leben zu überdenken, aber du lernst nicht dazu? Ein zweiter Obester kommt und auch der hat überhaupt nichts gelernt, ganz im Gegenteil, er spricht noch frecher. Er sagt, Mann Gottes, schnell, komm herab. Wiederum, er nennt ihn Mann Gottes, aber er kommt wieder, um ihn zu ergreifen wie ein Verbrecher. Was denn nun? Er behandelt den Mann Gottes geringschätzig wie einen Hund, den man herbeirufen kann. Vers 12. Aber Elia antwortete und redete zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab
und fresse dich und deine 50 Mann. Da fuhr Feuer Gottes, hörst du? Feuer Gottes vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Ja, der Herr ergreift, um zu retten. Aber wehe den Menschen, die sich gegen den Herrn stellt. Er wird sie ergreifen, um sie zu vernichten. Wie es steht in Psalm 11. Da heißt es, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr, in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres Bechers Anteil. Nun, aber jetzt, Ahasja, hör auf, mit Gott zu kämpfen. Kehr um von deiner Dickköpfigkeit. Gib endlich auf, du liegst halbtot im Bett und aufgrund deiner Torheit sind 102 Männer gerade gestorben. Hör auf zu kämpfen mit dem lebendigen Gott. Demütige dich, wende dich dem Herrn zu, auf dass er dich nicht ergreife zum Gericht, sondern dass er jetzt dich ergreife, um dich zu retten von all deiner Schuld und dich zu heilen. Vers 13. Und er sandte nochmals hin einen dritten Obersten, über 50 Mann und seine 50 Leute. Ihr seht keinerlei Einsicht, absolute Verhärtung. Dieser Mann, Ahasja, geht geradewegs ins ewige Verderben. Aber nun schaut, ein Lichtblick, etwas, was wir nicht erwarten würden hier. Vers 13. Und der dritte Oberste, über 50 Mann, ging hinauf und kam und beugte seine Knie vor Elia und flehte ihn an und redete zu ihm. Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50 Mann, teuer sein in deinen Augen. Siehe, Feuer ist vom Himmel herabgekommen und hat die beiden vorigen Obersten und über 50 Mann und ihre 50 Leute gefressen. Nun aber lass mein Leben teuer sein in deinen Augen. Ahasja müsste von diesem Mann, von diesem dritten Obersten lernen. Hier ist wahre Demut, Demut, die Ahasja nie kennengelernt hat. Er ruft nicht zu Elia, komm hinab, er geht zu Elia. Er wirft sich nieder, er beugt seine Knie, er fleht diesen Mann Gottes an. Seine Rede, Mann Gottes, klingt so ganz anders. Da ist kein Spott, kein Hohn, es ist ihm ernst. Er bittet, ihn sein Leben zu verschonen. Und hier siehst du etwas. Hier siehst du die rechte Reaktion auf den Herrn, nämlich wahre Demut. Es heißt in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Du wunderst dich vielleicht und sagst, der Herr sendet so schnell Feuer vom Himmel, um Menschen zu verzehren. Aber schau mal, er sendet genauso schnell Gnade vom Himmel. Zu jedem von euch, der sich beugt, der demütig vor ihn tritt und Verschonung sucht, Gnade, Erbarmen sucht. Der Herr ist schnell bereit, Gnade zu schenken, wenn du doch nur kommst, um dich vor ihn zu demütigen. Der Herr antwortet hier gnädig auf das demütige Flehen des Hauptmanns, Vers 15. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Und Elia stand auf und ging mit ihm zum König hinab. Elia weiß, wie gefährlich diese Situation ist. Er weiß doch, was Ahasja im Schilde führt. Ahasja will diesen Mann tot sehen. Und darum sagt der Engel hier, fürchte dich nicht. Elia, du weißt, wie gefährlich diese Situation ist, aber vertrau auf den Herrn. Noch einmal, wenn du den Herrn kennst, wenn du weißt, dass du mit dem Herrn bist, der Herr mit dir, so brauchst du dich nicht zu fürchten. Und der Engel des Herrn ist nicht nur bei Elia. Gottes Wort lehrt uns in Psalm 34, der Engel des Herrn lagert sich um die her,
die ihn fürchten. Und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Elia kennt den Herrn. Er vertraut auf den Herrn. Und nun erfüllt er diesen letzten Auftrag. Und in der Anwesenheit all dieser Soldaten, die ihn töten könnten, verkündigt er mutig das Gericht des Herrn über Ahasja, Gottes Todesurteil. Siehst du, wie furchtlos Elia auftreten kann, weil er den Herrn kennt? Und ich hoffe, dass du das durch diese Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elia, dass du diesen Mut mehr und mehr entwickelt hast in deinem Leben, weil du den Herrn kennst, weil du verstanden hast, wie mächtig, wie zuverlässig, wie treu dieser Herr ist, dass du selbst im Angesicht der Feinde dich zu dem Wort des Herrn stellen kannst, komme was wolle, weil du weißt, wer der Herr ist und dass du ihm vertrauen kannst. Vers 16. Und Elia redete zu ihm, zu Ahasja. So spricht der Herr: Weil du Boten gesandt hast, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen, gibt es denn keinen Gott in Israel, um sein Wort zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und er starb nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. So starb dieser junge Mann. Der Herr hätte ihn erhalten können. Er hätte ihn ergreifen können, um ihn zu retten. Aber Ahasja wollte nicht. Es ist genauso, wie es steht in Sprüche Kapitel 1. Weil ich rief, aber ihr euch weigertet. Weil ich meine Hand ausstreckte, aber niemand aufmerkte. Und ihr fahren ließet all meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet, so will ich bei eurem Unglück lachen und will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Wenn wie ein Unwetter der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch ich lasse mich nicht finden, weil sie Erkenntnis gehasst haben und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht wollten und verschmäht haben meine Mahnung. Sie sollen essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen und kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Das heißt, selbst wenn Unglück kommt, selbst wenn eine schlechte Nachricht kommt, du kannst ruhig sein und Frieden haben, weil du den Herrn kennst. Aber wehe an jeden, der sich abkehrt von dem Herrn, der sich nicht warnen lässt. Und darum nun drittens, es führt mich zu meinem letzten Punkt. Was ist jetzt mit dir? Ahasja ist tot, aber du lebst noch. Du sitzt heute hier. Du hörst die Worte des Herrn. Dreimal heißt es hier in diesem Kapitel: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dessen Wort man befragen kann? Wie antwortest du auf diese Frage? Gibt es einen Gott, den man befragen kann, dessen Wort zählt? Gibt es ihn? Ja? Warum suchst du ihn dann nicht? Warum rufst du nicht zu ihm, dass er dich ergreife, dass er dir aufhelfe, dich rette, dir deine Sünden vergebe, dir Gnade schenkt? Was ist deine Antwort auf diese Frage, ob es einen Gott gibt? Es heißt in der Heiligen Schrift, Jesaja 55, such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung.
In Jesaja 45 heißt es, einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner. Kennst du diesen Herrn? Hat er dich ergriffen? Hat er dich gerettet? Und meine nicht, du bist in Sicherheit, wenn du dich von diesem Gott abkehrst. Gottes Wort hat dich heute Abend gelehrt, dass selbst wenn du in deinem sicheren Zuhause bist, in deinen vier Wänden, wo du glaubst, nichts kann dir geschehen, dass Krankheit und Unglück in einem Moment über dich kommen kann. Darum ist die Frage, hast du den Herrn? Hat er dich? Bist du sein? Und selbst wenn du hier in diesem Leben in Sicherheit wohnst und ohne Leiden sterben wirst, friedlich in deinem Bett, dann weiß doch, dass der Herr dich ergreifen wird nach deinem Tod. Er wird dich ergreifen, so sagt die Schrift. Er wird dich ins ewige Feuer werfen. Ahasjas Problem war nicht, dass er früh gestorben ist. Ahasjas Problem ist, dass er ewig, in aller Ewigkeit, in die Hölle geworfen wird. Wir lesen am nächsten Sonntag, so Gott will, in Gottes Wort, in 2. Thessalonicher Kapitel 1. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, vom Himmel her, mit dem Engeln seiner Macht, wird er kommen mit flammendem Feuer. Und dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchten. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Dieses Feuer vom Himmel, das 102 Menschen verzehrte, ist doch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wartet, auf all jene, die gegen den Herrn streiten und sich ihm nicht unterwerfen wollen. Darum suche den Herrn, solange er zu finden ist, solange Rettung da ist. Und ich bete und flehe, dass der Herr dich heute Abend ergreift, dass du verstehst, dass der Herr seinen Sohn gesandt hat in diese Welt, um Sünder zu ergreifen und zu retten vor der ewigen Verlorenheit und Verdammnis. Und darum suche nirgendwo anders als allein bei dem Herrn. Es heißt in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist uns auch kein anderer Name gegeben unter den Himmeln, in dem die Menschen gerettet werden müssen, als alleine der Name des Herrn Jesus Christus. Kennst du den Herrn? Verlässt du dich auf diesen Gott? Bist du ein Ahasja in diesem Sinne, dass der Herr dich ergreift und dass er dich rettet? Möge es so sein. Aber nun, bei euch, all jenen, die den Herrn kennen, die auf ihn vertrauen. Ihr Lieben, wir dürfen von ganzem Herzen auf diese Frage, die hier dreimal gestellt wird, gibt es denn keinen Gott, den man befragen kann? Wir können von ganzem Herzen dazu sprechen, darauf antworten. Ja, es gibt diesen Gott und wir vertrauen ihn, wir verdanken ihn unser ganzes Leben, unsere Ewigkeit. Vergebung unserer Schuld, die Hilfe Tag für Tag. Wir können sprechen wie der Psalmist in Psalm 46. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Das heißt, wenn auch alles um dich herum zusammenbricht, wenn eine böse Nachricht nach der anderen zu dir kommt. Wir haben den Herrn, er hat uns ergriffen. Er wird reichlich gefunden in der Not. Er ist unsere Zuflucht, wir fürchten uns nicht. Und darum kommen wir demütig vor unserem Gott, auch heute Abend, und tun, was geschrieben steht in 1. Petrus Kapitel 5. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Das ist mein Gebet und das ist mein Wunsch, dass wenn wir als Gemeinde Not erleben, wenn du Unglück erlebst und wir so manche Träne weinen müssen, dass wenn du schlechte Nachrichten hörst, dass niemand von uns verzweifeln muss, sondern wir erkennen, von ganzem Herzen erkennen, es gibt einen Gott,
der da ist, der wahre, lebendige, heilige, doch barmherzige und gnädige Gott, der uns seine Hilfe sendet, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir sein Angesicht suchen, dass er uns ergreift, Ahasja. Er ist der Gott, der uns erhält. Er ist der Gott, der uns Stärke und Gnade schenkt, wenn wir doch nur demütig im Vertrauen zu ihm kommen. Mögest du ein wahrer Ahasja sein, jemand, der ergriffen ist vom Herrn, den der Herr hält und durchträgt bis in alle Ewigkeit. Möge der Herr dich ergreifen, möge der Herr es dir schenken, um seines Namens willen. Gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Unser Herr und Gott, du bist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Und wir wollen dich preisen, Herr, dass du so ein gnädiger Gott bist, der nicht sofort vernichtet, sondern der uns allen schon viel Geduld erwiesen hat, der jedem Menschen so viele Möglichkeiten schenkt, umzukehren, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen, sich zu demütigen vor dir und Gnade und Barmherzigkeit zu finden. Aber Herr, du bist doch ein verzehrendes Feuer. Herr, wir sollten uns nicht wundern, dass du zweimal auf dem Berg so schnell Feuer gesandt hast. Wir sollten uns wundern, dass du so oft über so viele Menschen kein Feuer gesandt hast. Dass du so langmütig, so gnädig bist. Aber wir wissen, dass dein Zorn kommt und dass das ewige Feuer kommt auf all die, die nicht Buße tun, die nicht ihre Knie beugen vor dir, die sich nicht demütigen vor dir, die nicht zu dir rufen. Und wir flehen, Herr, dass niemand hier sein möge, der die Worte jetzt gehört hat, der diese Predigt gehört hat, und der dennoch so tut, als gäbe es kein Gott und als wären das alles nur erfundene Geschichten und als käme nicht der Zorn und das Feuer auf ihn. Wir flehen, dass du die Menschen aufschreckst, dass sie erkennen, es ist wirklich ein Gott. Und dass sie umkehren, dass sie deine Hilfe suchen, dass sie deinen Namen anrufen, damit sie nicht das Feuer erleben, sondern die Gnade und die Barmherzigkeit, die du jedem schenkst, der zu dir kommt im Glauben. Und uns, Herr, die du schon gerettet hast, wir wollen dich preisen für deine Gnade und dein Erbarmen an uns. Und wir bitten, dass du uns den Glauben stärkst und die Hoffnung stärkst, dass wir ganz gewiss sind, es ist dein Gott, nicht nur in Israel, sondern über diese ganze Welt, ein Gott für alle, die zu seinem Volk gehören. Ein Gott, zu dem wir kommen können, in aller Not, mit allen Fragen. Der gerne hört, ja, der gerne Gebete erhört. Und dass wir wissen dürfen, dass wir deswegen im Frieden sind. Dass keine böse Nachricht uns aufschrecken kann. Ja, Herr, wir haben Traurigkeit auf dieser Welt. Wir trauern und weinen, aber dennoch nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern du bist unsere Hoffnung. Sorge dafür, dass wir ganz dir vertrauen, dass wir uns immer mehr bewusst sind, dass du da bist und dass du alles lenkst und wir uns nicht sorgen müssen und keine schlechte Nachricht uns aus der Bahn werfen muss, weil unser Gott regiert und wir mit all unseren Sorgen und Nöten zu ihm kommen können und er sich finden lässt als ein gnädiger und barmherziger Gott, der gerne hört und der rechtzeitige Hilfe schenkt von seinem Gnadenthron. Und so hilf, Herr, dass wir wandeln als Heilige, die sich bewusst sind, es ist ein Gott, der alles weiß, der alles sieht und der uns Gnade geschenkt hat in seinem Sohn. Und deswegen wollen wir für dich leben, Herr. Heilige uns in Glauben, Lieben und Hoffen.
dass wir deinem Sohn ähnlicher werden und völlig leben im Glauben und Vertrauen auf ihn. Das beten wir, Herr, damit du verherrlicht bist in unserem Leben. Amen.